Our assurance of having received, unsere Zusicherung, dass wir empfangen haben, is based on our attitude of thanksgiving. Sieht man in unser Verhalten, nämlich das Verhalten der Danksagung. If we're not thankful, wenn wir nicht dankbar sind, it doesn't mean God hasn't given, dann heißt es nicht, dass Gott nicht gegeben hat. It simply means we haven't received. Das bedeutet nur, wir haben noch nicht empfangen. God has given to us life. Also Gott hat uns Leben geschenkt. Every solution of any problem we'll experience in this life has been solved already by our Father. Also die Probleme, die wir erleben und die wir je erleben werden als Menschen, die Lösung dazu hat der Vater schon bereit. And so it's important for us to know, so that we can perpetually, you know, be in a state of thanksgiving. Doch dies ist wichtig für uns zu erkennen, damit wir wirklich in einem Dauerzustand der Danksagung sein dürfen. Because thanksgiving is not just only thanking the Father, but it has become a weapon for us to lay hold of that which God has laid bare to us. Und Danksagung ist nicht nur eine Wertschätzung des Vaters, sondern es ist auch eine Waffe, damit wir genau das ergreifen, was der Vater zur Verfügung gestellt hat. So in the midst of difficulties, also inmitten der Schwierigkeiten, when things seems to be delaying, also wenn die Dinge sich noch wenn die Dinge noch andauern, its manifestation is delayed. Ja, also die Manifestierung von Dingen dauern an, also when sie dauern lange. In thanksgiving, doch wenn wir in der Danksagung bleiben, is actually a mode of prayer, das ist ein Gebetsmodus. That whatever happens, the Father is always there. Das sagen wir uns selbst, dass was auch immer geschieht, der Vater ist für uns durchgekommen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So please, I want us to turn our Bible today to the book of 2 Corinthians. 2. Korintherbrief bitte aufschlagen. 2 Corinthians Chapter 9 and the verse number 11. Wir schauen uns 2. Korintherbrief 9. Wir lesen Vers 11. Being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So here the word says that being enriched in everything to all bountifulness. Und hier heißt es im Wort, in allem reich gemacht, nämlich zu aller Aufrichtigkeit. Amen. Amen. So I want to speak to us today on the title that I've captioned. And reach unto thanksgiving. Also heute heißt das Thema, also reich gemacht zur Danksagung. And reach unto thanksgiving. Reich gemacht zur Danksagung. God has enriched us. Gott hat uns reich gemacht. In everything. Wirklich in allen. That has cost us. Alles, was uns etwas gekostet hat. To give him thanks. Also alles, was bewirkt, dass wir ihm Dank sagen. Now, Paul hier ist given to us a statement of actuality. Also Paulus drückt sich und zwar entsprechend der Wirklichkeit aus. It's not referring to the fact that God is going to enrich us. Also hier ist es nicht so gemeint, dass Gott wird uns erst reich machen. He's announcing to us what God has done. Er kündigt uns an, was Gott schon getan hat. He says, being rich in everything. Nämlich ihr seid reich gemacht und zwar in allem. Now we see ourselves as human beings. Denn wir sehen uns als menschlichen Wesen. Amen. Amen. A being is a nature. Ein Wesen hat eine Natur. And so when we say I am a human being. Also wenn ich sage, ich bin menschliches Wesen. It means that you have the human nature in you. Dann heißt es, dass du diese menschliche Natur in dir trägst. And so Paul is saying something similar. Und Paulus drückt sich etwas ähnlich aus. He says we are enriched in everything being. Und hier heißt es, dass in allem, was da ist, in jeglichem Dasein sind wir bereichert worden. Amen. Amen. I don't know whether you get me. Ich weiß nicht, ob es ankommt. We are enriched being.
Also wir sind Wesen, die bereichert sind. So as you are a human being, so wie, to God you are an enriched in everything being. Amen. Also so wie du dich als menschliches Wesen betrachtest, genauso betrachtet dich Gott als ein Wesen, der in allem reich gemacht wurde. That is your nature. Denn das ist deine Natur. But you may not know that. Du magst es ja nicht kennen. That's why you are being informed today. Und deshalb wirst du heute drüber informiert. That's why God is revealing to you, und deshalb zeigt dir Gott, that you shouldn't look at yourself as a human being. Dass du dich selbst nicht als menschliches Wesen betrachten sollst. When you walk in that consciousness, wenn du mit diesem Bewusstsein wandelst, you will realize lack and incapability. Natürlich wirst du und zwar Mangel und Unfähigkeiten erleben. Also sogar Unmöglichkeiten werden dir entgegenkommen. Also vor den Herausforderungen des Lebens. But if you realize that you have a nature, doch wenn du feststellst, dass du nun eine Natur hast, that has been enriched in everything, die in jedem Bereich, in allem bereichert wurde, your attitude towards circumstances of life, also deine Handlung zu den verschiedenen Umständen des Lebens ändert sich. Because attitude is the strength that man can have to overcome every situation. Denn Haltung ist die Stärke, die der Mensch besitzt, um alles im Leben, alle Herausforderungen im Leben zu überwinden. If you cry before a situation, it doesn't change. Also, wenn du vor einer Situation weinst, da ändert sich die Situation durch dein Weinen because nicht. Every circumstances and every situation in life, denn jegliche Situation und Umstände im Leben has got a solution. Haben eine Lösung. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so here Paul is telling us, und hier sagt uns Paulus, that being and rich in everything, nämlich reich gemacht in allem, to bountifulness, nämlich zu aller Aufrichtigkeit, zu allem Überfluss. So enrichment is by the grace of God. Bereicherung geschieht durch die Gnade Gottes. Because if it is a state in which you are today, also wenn es ein Zustand ist, in dem du bist heute, it means that something has happened that has brought you to that place. Dann bedeutet das, dass etwas geschehen ist, was dich zu diesem Zustand gebracht hat. 1 Corinthians 1, the verse number 4 and 5. Das finden wir in 1. Korintherbrief 4. Also 1. Korintherbrief 1, 4 und 5. And so Paul is bringing us to understand our state of being enriched in Christ in everything. Also Paulus bringt uns einfach zu diesem Umstand, nämlich also zu diesem Bewusstsein, dass wir in allem bereichert sind. And so let's look at what he said to us here in the verse number 4. Also 1. Korinther 1, Vers 4 und 5. It says, I thank my God always on your behalf. For the grace of God, which is given you by Jesus Christ. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Look at the verse number 5. So, jetzt Vers 5 bitte anschauen. It says that in everything ye are enriched by him. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden. In all utterance and in all knowledge. Also in allem Wort und in aller Erkenntnis. Now here Paul is more precise and specific. Also hier ist Paulus präzise und genau. He tells us in the book of 2 Corinthians, where we just read, that we have been enriched. Und in 2. Korintherbrief, nämlich 9, da sagt er uns, dass wir werden reich gemacht. That is a state in which we have found ourselves in now. Nämlich das ist der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. But here he actually revealed to us that our enrichment is by the grace of God. Und hier zeigt er uns, dass unsere Bereicherung findet statt durch die Gnade Gottes. So our thanksgiving is a response to God's enrichment by his time, by the grace of God. Und dementsprechend unsere Danksagung ist eine Reaktion, ist eine Antwort auf die Bereicherung Gottes uns gegenüber durch seine Gnade. Amen. Amen. And it's very important for us to make the connection here because, you know, when we talk about the grace of God. Also es ist wichtig, dass wir die Verbindung herstellen, denn wenn wir über die Gnade Gottes sprechen. In the book of Titus 2, the verse 11. In Titus 2, Vers 11.
Paul tells us that the grace of God that brought salvation has appeared to all men. Dort drückt sich Paulus so aus, nämlich die Gnade Gottes, die die Errettung gebracht hat, ist allen Menschen erschienen. And so the grace embodies in itself salvation. Und dementsprechend ist es so, dass Gnade trägt in sich Errettung. And if the grace of God has enriched us, it simply means that salvation embodies enrichment. Und wenn die Gnade Gottes uns bereichert hat, dann heißt es, dass die Errettung Bereicherung in sich trägt. Amen. Amen. So salvation, Errettung also, that the grace of God brings, die durch die Gnade Gottes gebracht wurde, in it, in dieser Errettung, it's not only the forgiveness of sins, ist nicht nur die Vergebung der Sünden, it's not only the blessings of God, ist nicht nur die Segnungen Gottes enthalten, but it's also the enrichment. Da drin ist auch die Bereicherung. And so, in salvation, in der Errettung, God has brought us into this state, hat Gott, in which we are speaking about today. Hat Gott uns zu diesem Zustand, worüber wir nun sprechen, hineingebracht. Glory be to God. Ehre sei Gott. So by the grace of God, durch die Gnade Gottes, we have been enriched. Sind wir bereichert. Now it is so important because it is a state in which we are today. Das ist sehr wichtig, weil das ist unser heutiger Zustand. Now we want God to enrich us. Wir möchten, dass Gott uns bereichert. We want God to bless us. Wir möchten, dass Gott uns segnet. We want God to change our situations. Wir möchten, dass Gott unsere Situation But ändert. Here Paul is saying that something has happened. Doch Paulus drückt sich hier so aus, dass etwas geschehen that ist. Most of us, we're not aware. Also, in dem viele von uns gar nicht bewusst ist. To God's eyes, we are different. Also, was Gott angeht, sind wir anders. He has given to us all that we will ever need. Er hat uns alles gegeben, was wir je brauchen werden. But as long as we haven't seen it and aware of it, nothing can happen. Doch solange wir dies nicht sehen und auch das bewusst aufnehmen, geschieht bei uns nichts. This is the reason why we're not thankful. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht dankbar sind. That's why we're not grateful. Deshalb sind wir nicht wirklich dankbar. That's why we're murmuring. Und deswegen gibt es Meckereien we're unter complaining. Uns. Wir sind nur am Mürren. Because we think God hasn't reach onto our situation. Denn wir denken, Gott hat uns allein gelassen in unserer Situation. Now, it is important for us to understand what grace is. Es ist wichtig zu begreifen, was Gnade heißt. Now, if it is grace who has brought enrichment, wenn es die Gnade ist, die Bereicherung gebracht hat, what is this grace? Also was heißt dieser Gnade Now, überhaupt? 2 Corinthians 8, the verse number 9. Also 2. Korinther 8, Vers 9. Because grace is an exchange. Denn Gnade ist ein Austausch. Now we have learned in this church that whenever God gives something, he doesn't give something external to himself. He shares that which he has. He brings us and incorporates us in himself, and all that he has and all that he have, he then shares with us. And so the grace of God is not something God coming to us with packages of things that would bless us. No, the grace of God is God bringing us into the one who embodies grace, whose name is Jesus, so that everything that Jesus is and has, we also share. Equally. This is what the grace of God is. Amen. Wir haben in dieser Gemeinde gelernt, dass die Gnade Gottes ist nicht, dass Gott äußerlich etwas nimmt, ja, so wie ein Telefon oder eine Bibel und sagt, hier hast du, oder einen Schlüssel zu deinem BMW und sagt, hier hast du einen Schlüssel. Nein, im Gegenteil. Die Gnade Gottes bedeutet, dass Gott selber bringt uns in Gemeinschaft mit seiner Person, nämlich durch Jesus Christus. Das bedeutet, wenn Gott uns etwas geben will, der wird uns nicht einfach hinschmeißen oder sagen, hier hast du. Im Gegenteil, er bringt uns in die Gemeinschaft mit seiner Person in Christus Jesus und wird erteilt mit uns alles, was er ist und alles, was er hat in Christus. Amen. Amen. 2. Corinthians 8, the verse number 9. 2. Korinther 8, bitte aufschlagen. Wir lesen Vers 9. Look at how Paul is unveiling to us this great mystery of what the grace of God is. Schaut euch mal an, wie Paulus dieses großartige Geheimnis der Gnade wirklich entpackt. It says, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that he through his poverty might be rich. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er,
da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. You know the grace of God. Ihr kennt die Gnade Gottes. Now Paul is divulging to us the knowledge of the grace, how grace operates vis-à-vis the recipient of grace. Also, nun erklärt uns Paulus, wie Gnade funktioniert, und zwar demjenigen gegenüber, der die Gnade empfängt. It's an exchange. Gnade ist ein Austausch. And so here he said, we know the grace of God. Hier heißt es, wir kennen die Gnade Gottes. That though he was rich. Ja, obwohl Christus reich war. Now let me paraphrase it to the context of our message today. Also das werde ich nun einfach mal zitieren, und zwar in Bezug auf unser Thema heute. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Though he was enriched in everything. Obwohl er in allem bereichert war. Do you agree with me? Ja, stimmt ihr zu? That he was enriched with everything. Dass er reich gemacht wurde in allem. Yet for our sakes he became impoverished. Dennoch unseretwillen, ja, wurde er arm gemacht. The one who is enriched. Derjenige, der reich gemacht wurde. Became impoverished. Wurde arm gemacht. For our sakes. Unseretwillen. That you through his impoverishment might be enriched. Damit wir durch seine Armut reich werden, sprich reich gemacht werden. This is what the grace of God is. Aber genau das heißt Gnade. That's the exchange. Genau das ist der Austausch. The state of our impoverishment. Ja, der Zustand unserer Armut. Not only in physical things. Also nicht nur in Euros. In spiritual things also. Sondern auch Armut in geistlichen Dingen. In every aspect of life. In jedem Bereich des Lebens. We were impoverished. Wurden wir verarmt. We were poor. Wir waren arm. We were incapacitated. Also wir waren wirklich unfähig und unzulänglich. We were a being of impossibilities. Also wir waren Wesen der Unmöglichkeiten. We were limited in every areas. In jedem Bereich waren wir begrenzt. We were symbolized with lack. Also, dass der Siegel unseres Daseins heißt, heißt Mangel. And so Paul says that this is how the knowledge of God functions. Aber Paulus erklärt uns, so funktioniert die Erkenntnis Gottes. Jesus Christ. Jesus Christus. Who was enriched in everything. Der in allem reich gemacht wurde. Is a reference to his nature. Und das bezieht sich auf seine Natur. Not only what he possessed. Und nicht nur sein Besitz. Who he is. Sondern wer er ist. He's full of everything. Also er ist voll mit allem. What God has shared with Christ. Was Gott mit Christus geteilt hat. Is in fullness. Ist in der Fülle. And so he that was poor, derjenige, he that was rich rather, derjenige, der reich gemacht wurde. For our sakes. Unseretwillen. He became poor. Wurde er arm. Amen. Amen. He took onto our nature. Er nahm unsere Natur auf sich. That through his poverty, damit durch seine Armut, he will stay in that state, er wird in diesem Zustand bleiben, that there will be an exchange, damit ein Austausch stattfindet. That what he became, das, was er geworden we ist, will never share it again. Das werden wir niemals mit ihm teilen. Amen. Amen. So our impoverished nature, also unser verarmte Natur, was shared by Christ, das wurde durch Christus geteilt. And in his death, und in seinem Tod, he incapacitated your incapabilities. Er hat deine Unzulänglichkeiten ausgelöscht. And he exchanged, und er tauschte aus all that he is. Alles, was er ist. Come on, you may not know it. Also du magst es ja nicht erkennen. It doesn't change the way God sees you. Das ändert nicht Gottes Sichtweise über dich. Until the day you awake. Doch bis zu dem Tag, wo du dazu, zu dieser Wahrheit wach wirst. And you realize that you are an enriched in everything being. Und du stellst fest, du bist ein Wesen, das in allem bereichert wurde. You're not just a human being. Du bist nicht nur ein menschliches Wesen. As long as you see yourself from the paradigm of your natural state, you can't do that which God asks you to do. Solange du dich selbst, und zwar aus dem Zustand des normalen menschlichen, ich sag mal so, aus dem Zustand des normalen menschlich Möglichen schaust, dann bist du nicht in der Lage, das Göttliche zu bewirken. Glory be to God.
Ehre sei Gott. This is awesome. Das ist großartig. You know, when we get this understanding, wenn wir dieses Verständnis erwerben, we live in thanksgiving. Dann leben wir in der Danksagung. You don't wait something to happen to you to be thankful. Dann wartest du nicht erstmal ab, bis dir etwas Gutes geschieht, bevor du dankbar bist. Our relationship with God is not transactional. Also unsere Beziehung mit Gott hat nicht mit dem, ich sag mal so, mit einem, ist kein Geschäftsbeziehung. What I can give to him, was gebe ich Gott, that will cause him to give to me something? Damit Gott mir wieder was gibt. That's not the gospel. Das ist nicht das Evangelium. No, God doesn't need anything. Also Gott braucht nichts. That's why he's God. Deshalb heißt er Gott. I know maybe he's breaking some people's head. God doesn't need anything. Also Gott braucht nichts. There's nothing we can give him that impress him. Also es gibt nichts, was du Gott da bringen kannst, was Gott beeindruckt. Sagt, wow, toll. Also deine Gabe kann Gott nicht zunehmen lassen oder abnehmen lassen. That's why he's called a God that changes not. Deswegen heißt er ein Gott, on, der sich nicht ändert. Das Amen. Liebe ich. Amen. Because of that, he has no preference to persons. Und deshalb ist Gott unparteiisch. Amen. Amen. So all that which God has, alles was Gott hat, he has shared with us. Hat er mit uns geteilt. We are in a shared relationship. Wir sind in einer Teilungsbeziehung. Not a transactional. Und kein Geschäftsbeziehung. And when we understand that, und wenn wir dies begreifen, we know that God, in giving to us Jesus Christ as the grace of God, he has enriched us with all. Amen. Dann erkennen wir, dass Gott, der die Gnade Gottes, Jesus Christus, uns gegeben hat. Mit ihm hat er uns alles gegeben. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. This should make you to dance. Also hier, das ist wirklich der Zeitpunkt zum Tanzen. Glory be to God. Aber Vater. Halleluja. Amen. The gospel is not of this world. Also das Evangelium ist nicht aus dieser Welt. Every time you hear the good news, if you are not in awe, it's not the good news. Also wenn du nicht erstaunt und wirklich in Staunen bist, wenn du das Evangelium hörst, dann bist du nicht drin. Amen. Glory be to God. Aber Vater. 1 Corinthians 1, the verse number 6. 1. Korinther 1, bitte aufschlagen. Wir look at lesen what the Bible tells us here. Schaut euch mal an, was die Bibel uns berichtet. It says, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. The testimony of Christ is confirmed in us. Das Zeugnis Christi ist in uns gefestigt worden, bestätigt worden. Amen. Amen. What is the testimony of Christ? Na, welches Zeugnis hat denn nun Christi? You know, Jesus said to the Pharisees. Jesus sprach zu den Pharisäern. In John 5, from the verse number 39. Johannes Evangelium 5, Vers 39. It says, you search the scripture. Nämlich ihr forscht in den Schriften. And you think. Und ihr denkt. You will find eternal life. Ihr werdet ewiges Leben finden. The scripture you search in testifies of me. Nämlich die Schriften, in denen ihr forscht, bezeugt von mir. So the scripture is a testimony of Christ. Also die Schriften sind das Zeugnis Christi. And Paul says that the testimony of Christ is confirmed in you and I. Und Paulus sagt ja, dieses Zeugnis Christi ist in dir und in mir bestätigt so worden. So we are a confirmed scripture. Also wir sind bestätigten Schriften. Amen. Halleluja. Glory be to God. Aber Vater. God has confirmed everything he spoke from the beginning of times to the end of time. His intention of relationship with man, God has confirmed it in the scripture, and the scripture speaks of Christ, and Christ has become that which is confirmed. Of who we are. Amen. Nämlich alles, was und zwar seit der Ewigkeit in der Zeit bis zur Ewigkeit außerhalb der Zeit gesprochen wurde von Gott, das hat er bestätigt. Und diese Bestätigung ist nun sichtbar in der Person Christi. Und Christus ist die Bestätigung dessen, wer wir sind. Amen. Halleluja. Halleluja. Look at the life of Christ. Schaut euch mal das Leben Christi an. In his earthly ministry. Nämlich auf seinen irdischen Dienst. Romans 15, the verse number 8. I want to show you something. Römerbrief 15 bitte aufschlagen. Wir lesen Vers 8. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God.
Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, und zwar um der Wahrheit Gottes willen. He was a minister of the circumcision. Nämlich, er war ein Diener, und zwar der Beschneidung. In his earthly ministry. Auf seinem irdischen Dienst. Jesus was a minister of the circumcision. In other words, he was a minister of the law. Also Jesus Christus war ein Diener der Beschneidung. Das heißt, Jesus Christus war ein Diener des Gesetzes. So therefore he was under the lordship of Moses. Das bedeutet, er war unter der Herrschaft, unter der Regentschaft Mose. That is why the Bible tells us in the book of Hebrews that he was made lower than the angels. Und deshalb sagte uns auch in Hebräer 2, dass Jesus Christus niedriger gemacht worden ist als die Engel. Why? Warum? Because the angels were the one who gave the law to Moses. So anyone who is under the law is under the jurisdiction of the authority of angels. Und dementsprechend, da es die Engel waren, die Mose die Gebote dargereicht haben, es ist so, dass jeder, der unter dem Gesetz wirkte, war unter der Regentschaft von Mose. Look at the last part of the verse. Schaut euch mal den letzten Teil von diesem Vers. It says to confirm the promises made unto the fathers. Nämlich, das ist um die Verheißung der Väter zu bestätigen. So Jesus' earthly ministry. Also der irdischen Dienst von Jesus. Was a confirmation. War nur eine Bestätigung. A confirmation of the promises to David, the promises to Jeremiah, the promises to Abraham, the promises to Moses, all the promises that God gave to the fathers of Israel. Jesus came under the ministration of Moses to confirm all that which was spoken. Amen. Das bedeutet, alles, was den Vätern gesprochen wurde, also sei es Abraham, sei es Isaak, sei es Jakob, Mose und so weiter, all diese Menschen, alles, was sie von Gott gehört haben, Jesus Christus kam, um das zu bestätigen. I want to be like Elijah. Ja, es gibt manche, die sagen, ich möchte wie Elia sein. I want double anointing. Ich möchte zweifache Salbung haben. You don't need that. Also das brauchst du nicht. The one who is an anointing. Also derjenige, der die Salbung verkörpert, ist angekommen. Amen. Amen. You see, when you preach Christ, the church of today doesn't understand, because they don't understand that the conclusion of all the plans of God previously before Christ was confirmed, fulfilled in him. So everything concerning you and I today, God is relating to you based on what Jesus Christ has fulfilled. Und dementsprechend, wenn man heute Christus predigt, in der Gemeinde, die Mehrheit begreift das nicht. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass alles, was Gott je ausgesprochen hat, alles, wozu all die Aussagen Gottes dienen, ist dafür da, dass Christus dieses bestätigt. Und heute ist das alles bestätigt worden in Christus. Er hat alles erfüllt, damit wir in den Genuss der Vorteile hineinkommen. Amen. Amen. So he was the confirmed promises to the fathers. Er war die Bestätigung der Verheißung zu den Vätern. And so you and I, du und ich also, we are the confirmed promises to Jesus. Wir sind die bestätigten Verheißung zu Jesus. What is the scripture? Ja, was heißt Schrift? 1 Corinthians 15, the verse number 1 to 3. Ja, 1. Korinther 15, Vers 1 bis 3 gibt uns diesen Hinweis. Das Evangelium heißt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. He was buried. Er wurde bestattet. He rose from the dead after the third day. Nach dem dritten Tag ist er auferweckt worden. According to the scripture. Gemäß den Schriften. So his death, his burial, his resurrection confirmed
affirm the scripture. So the testimony of the scripture is that Jesus died, he was buried, and he's resurrected. So you and I today, under the New Testament dispensation, we are the product of his death, his burial. That is why Paul says the scripture or the testimony of Christ is confirmed in you. Amen. So hallelujah. What is he saying? He's saying that his death, his burial, and his resurrection is confirming you. Because of his resurrection today, we are born again beings. Amen. Because of his resurrection today, we are the new creation. Because of his resurrection today, we are those God has enriched in everything. Amen. There is nothing lacking. There is nothing to murmur. That's why we stay in the attitude of thanksgiving. Amen. Aber Vater, von hinten angefangen, ist es wichtig zu begreifen, dass heute aufgrund der Werke Christi sind wir die Bestätigung, nämlich der Schriften. Wir sind die Bestätigung dessen, was Christus erfüllt hat. Und wenn wir in dieser Wahrnehmung bleiben, dann fällt es uns leicht, dankbar zu sein. Denn warum? Alles, was erfüllt werden sollte, hat Christus in sich erfüllt. Doch er hat das nicht, er ist nicht dadurch aufgehört. Er kommt es dazu, dass wenn wir in der Lage sind, wirklich ihn anzunehmen, wir sind in der Lage, ihn wirklich von neuem geboren zu sein. Das ist der Grund, warum es ist wichtig für uns, wirklich zu sehen, dass er die Erfüllung der Schriften ist, damit wir in ihm erfüllt sind. Amen. 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 Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. That's why Paul says, I thank the Father always. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt, dem Vater danke ich zu aller Zeit. On your behalf. Und zwar euretwillen. For the grace of God. Und zwar für die Gnade Gottes. Because the grace of God has brought salvation. Denn die Gnade Gottes hat die Errettung gebracht. And in salvation. Und innerhalb der Errettung is the enrichment of all things. Ist die Bereicherung von allen Dingen. And so grace is an exchange. Also Gnade ist ein Austausch. It's not a transaction. Ist kein Geschäft. Oh, today by the grace of God. Heute durch die Gnade Gottes. It's good for religious cliché. Also das ist gut für die religiösen Klischees. Amen. Amen. By the grace of God. Ja, durch die Gnade Gottes. Amen. Amen. Glory be to God. Aber Vater. But his grace has exchanged all that he is with all that you are. So in God's eyes, you're not weak. Amen. In God's eyes, you're not impoverished. Amen. In God's eyes, there's nothing that you lack. Amen. But you cannot experience what God sees or knows about you until you come to that place where you see what God sees. That is why Paul says to us that the God of glory, the Father of glory, may give unto us the spirit of wisdom and revelation, that our eyes, the eyes of our understanding, may be enlightened, that we may see the things that God has freely given unto us. Amen. Amen. Es ist wichtig zu sehen, dass die Gnade Gottes ist der Austausch von Gottes Leben. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, das bedeutet, wenn der Austausch schon stattgefunden hat, du bist nicht mehr arm, du bist nicht mehr in Mangel, du bist nicht mehr unzulänglich, du bist nicht mehr in dem Zustand, wo dir Hilfe verweigert wird. Im Gegenteil. Es ist so, dass du wurdest bereichert, du wurdest reich gemacht. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, so wie Paulus gesagt hat, dass die Augen unseres Verständnisses geöffnet, erleuchtet wird. Denn wenn du die Gnade Gottes siehst, so wie Gott dich sieht, was würde denn passieren? Dann bist du auch in der Lage, nämlich vom Herzen das Leben Gottes zu führen. Amen. Amen. The whole earth. Die ganze Erde. Expectantly. Und zwar in Erwartung. Waiting for the manifestation. Sie warten auf die Manifestierung of the sons of God. Der Söhne Gottes. Amen. Amen. God is not fabricating sons. Also Gott stellt nicht die Söhne her. That happened 2000 years ago. Also die Herstellung der Söhne ist vor 2000 Jahren passiert. Amen. Amen. Today, heute, the Spirit, der Geist, is trying to bring us to the state of our sonship. Also führt uns zu diesem Bewusstsein, nämlich unsere Sohnschaft. That we will not be a bunch of people that comes together and complain, you know, in our prayers,
in the activities that we're doing, we're complaining, God, help me, God, do this. Whereas God has already done what we are asking him for. Und dementsprechend, damit wir nicht eine Gruppe von Menschen sind, die nur murren und meckern. Denn warum? Dass wir denn vor, zum Beispiel zu Gebetsgottesdiensten oder zu Konferenzen kommen und fangen an zu schreien, Gott hilf mir, Gott tu dies, Gott tu jenes, bezahl meine Rechnung, ja, bezahl die Benzin für mein BMW als Beispiel. Und dementsprechend ist es wichtig zu sehen, wir sind, alles was wir wünschen von ihm, das hat er schon getan. Doch die Frage ist, sehen wir das? Nehmen wir das wahr? Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. There is an awakening of consciousness. Nämlich es gibt eine Erwachung des Bewusstseins. To the state in which we are. Nämlich zu dem Zustand, in dem wir jetzt sind. We're not just human beings. Wir sind nicht nur menschliche Wesen. We are Christ beings. Sondern wir sind Christuswesen. We are enriched in everything beings. Und zwar, wir sind Wesen, die in allem bereichert sind. All that we need for life and godliness has been given to us. Alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit benötigen, bedürfen, ist uns gegeben worden. There is a movement of the Spirit to awaken us to the reality of who we are in Christ. Es gibt eine Bewegung des Geistes, nämlich uns wachzurütteln, zu wem wir sind in Christus. Paul says, being enriched in everything to all bountifulness. Paulus sagt, indem wir in allem bereichert sind, und zwar zu allen Aufrichtigkeit. 2 Corinthians 9:11. Und zwar 2. Korinther 9, Vers 11. So the word bountifulness is talking about liberality, generosity. Also Überfluss bzw. Aufrichtigkeit, da geht es hier einfach um die Gutmütigkeit bzw. Freihändigkeit. So we are enriching everything so that we can be liberal, so that we can be a blessing. Ja, also wir sind bereichert worden in allem, damit wir für andere ein Segen sein können. So we have to stop to being, you know, to always look at ourselves as the blessed. Und deshalb ist es wichtig, dass wir aufhören, also uns selber zu gucken, als nur Leute, die Segen empfangen wollen. Amen. You're not just only blessed. Also du bist nicht nur gesegnet. You are blessed to be a blessing. Nämlich du bist gesegnet, damit du anderen segnest. That was the promise to Abraham. Nämlich das war die Verheißung zu Abraham. I will bless you and you will be a blessing. 1. Buch Mose 12 bestätigt ist, nämlich ich werde dich segnen, damit du ein Segen für andere bist. And Jesus came to confirm that which was promised to Abraham. Und Jesus Christus kam, um das zu bestätigen, was Abraham verheißen wurde. So Jesus is a blessing. Also Jesus ist ein Segen. Amen. Amen. And today we have been brought into his very class. Und heute sind wir auf seiner Stufe gebracht. And so Paul says that we have been enriched in everything to all bountifulness. Und Paulus drückt sich ja so aus, nämlich zu allem oder in allem sind wir reich gemacht worden, und zwar zu aller Aufrichtigkeit im Geben. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Now, Gott. If you look at the enrichment only from monetary value, then you don't get what I'm saying. Also, wenn du die Bereicherung nur im Wert von Euros siehst oder nur denkst, dann hast du diese Botschaft verfehlt. Amen. Amen. The God, the Almighty God. Also der allmächtige Gott. You think he allowed his son to went through this gruesome path to bring you to this place of enrichment because he wants to give you euros? Also, denkst du wirklich, also überleg du einfach mal selber, ja, so heilig wie deine Überlegung ist. Ja? Denk mal drüber nach, dass Jesus Christus erlaubt seinen Sohn, also diesen schrecklichen Teil durchzugehen, nur um dir ein paar Euros zu schenken. Amen. Amen. Giving to you riches according to his grace. Nämlich, er hat dich bereichert entsprechend seiner Gnade. All that he has, alles, was er hat, he has given to us. Hat er uns gegeben. We are blessed people. Wir sind gesegnete Menschen. We are born out of his blessedness. Nämlich aus seinem Segnungsreich sind wir geboren. And so we are to be blessed in the world. Und das ist der Grund, warum wir in dieser Welt ein Segen sein sollen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so he said, which caused through us thanksgiving to God. Nämlich hier sagte er, nämlich durch uns soll diese Segnung, nämlich Danksagung Gott gegenüber, bewirken.
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the purpose, also der Zweck, for God having enriched us, warum Gott uns bereichert hat, so that we can be liberal, geschieht, damit wir auch aufrichtig im Geben sind, is so that through us, ja, damit durch uns Thanksgiving may be offered unto God. Danksagung Gott dargebracht wird. Amen. Amen. That's the reason. Das ist der Grund. That's the reason God has brought you to that state. Das ist der Grund, warum Gott dich zu seinem Zustand gebracht hat. That everything, your breath, every moment you breathe, it will be a breathing of thanksgiving. Damit wirklich bei jedem Atemzug wird dein Ein- und Ausatmen nämlich ein Danksagungsausdruck zu Gott sein. Amen. Amen. We're thanking God. Wir danken dem Herrn for all that which he has done. Für alles, was er getan hat. Amen. Amen. He has done all things. Er hat alle Dinge getan. He has blessed us with all blessings. Er hat uns mit allen Segnungen reich gemacht. He has enriched us in everything. Er hat uns in allen Dingen reich gemacht. He has placed us in the position, er hat uns in eine Stellung gebracht. That necessitate no reputation in this world. Und diese Stellung braucht keinen, also sag mal so, keinen Menschen, die wirklich einem applaudiert. Amen. Amen. It's greater than being a pastor, being a doctor, being an apostle. Also das, worin Gott uns hineingebracht hat, ist größer als Pastor zu sein, Apostel oder ich sag mal so ein Arzt oder also ein Doktor und Doktorand. So what manner of love? Ja, also was für eine Liebe hat der Vater uns erwiesen, damit wir genannt werden die Söhne Gottes. Also wir sind heute Söhne Gottes. Alles, was zu dem eingeborenen Sohn gehört. Wir sind aufgenommen worden, Anteil an diesem zu haben. That's the consciousness with which we need to walk. Also mit diesem Bewusstsein brauchen wir zu leben. Now when we walk with this consciousness, wenn wir mit diesem Bewusstsein leben, he birthed within us, dann wird in uns hervorgebracht, an attitude of gratitude, nämlich eine Haltung der Dankbarkeit. So we're here today. Wir sind heute hier. It's not just because of what God has done. Es ist nicht nur auf die körperlichen Taten It's Gottes. Not just about the manifestation of what our sister is enjoying today. Es ist nicht aufgrund der Manifestierung dessen, was unsere Schwester genießt heute. It has to go beyond that. Also das geht weit drüber hinaus. To realize that God is only manifesting that which he has already, you know, blessed us with. Nämlich in der Wahrnehmung zu kommen, dass Gott genau das manifestiert, was er schon getan hat, was er schon erfüllt hat. 1. Thessalonicher Brief 5. Let's look at our last scriptures. Wir schauen uns unsere letzte Bibelstelle an. 1. Thessalonians 5, the verse number 18. 1. Thessalonicher Brief 5, wir lesen Vers 18. It says, in everything give thanks. Sagt in allem Dank. Why should you give thanks in everything? Warum sollst du in allem Dank sagen? He says, in everything he has enriched us. Nämlich hier geht es um in allem, worin er uns bereichert hat, Dank zu sagen. Amen. Amen. So now we understand why Paul says in everything give thanks. Und jetzt begreifen wir, warum Paulus sagt in allem sag Dank. Because in everything we have been enriched. Denn warum in allem sind wir bereichert worden? And if we've been enriched in everything, what should be our response? Und wenn wir in allem reich gemacht worden sind, was soll denn unsere Antwort sein? Thanksgiving. Danksagung. Amen. Amen. God knows you. Gott kennt dich. God knows your situation. Er kennt deine Situation. God knows what opposes you. Er kennt dein Gegner, dein Widersacher. But more importantly, doch viel wichtiger, God knows what he has made you. Doch Gott weiß, wo, also was, zu was er dich gemacht hat. He knows what you're capable of. Er weiß, wozu du fähig bist. And all what God is doing, und alles, was Gott tut, ist, dass er he's bound by a law. Nämlich er ist durch ein Gesetz gebunden. That man will only manifest in this world all that which God intended through his own awareness of what he has become in God. Nämlich der Mensch wird
auf dieser Erde nur das manifestiert, was Gott für ihn beabsichtigt hat, und zwar durch sein eigenes Bewusstsein. And so the more we know him, das bedeutet, umso mehr wir ihn kennen, we know what has been given to us, dann erkennen wir, was uns gegeben worden ist, we can confront life situations, dann können wir Lebensumstände entgegentreten, with confidence, mit Zuversicht, with authority, mit Vollmacht, because we know, denn wir erkennen, that we are capable, dass wir in der Lage sind. Amen. Amen. So he said, in everything give thanks. Und hier heißt es, sagt in allem Dank. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen. Amen. The will of God in Christ Jesus. Also der Wille Gottes in Christus Jesus. Concerning you and I. Was dich und mich angeht. Is to give thanks. Ist Dank zu sagen. So the will of God is not complicated. Also der Wille Gottes ist nicht kompliziert, überhaupt nicht. If you don't even know what to do, wenn du nicht weißt, was du zu tun hast, you don't know where to go. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst. You don't know how to confront situations. Du weißt nicht, wie du mit Umständen umgehst. Of course, the first thing, God, what is your will? Das erste, was man tut, ist: Gott, was ist dein Wille? Paul says, give thanks. Und Paulus sagt: Hier ist der Wille Gottes. Dank sagen. You want a spouse? Give thanks. Ja, du möchtest eine Ehefrau oder Ehemann? Sag Dank. Mhm. Don't look. Just give thanks. Also, hört auf zu forschen, fangt an zu danken. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. The more you thank God, umso mehr du Gott dankst, he will locate you where you ought to be. Er wird dich dort finden, wo du eigentlich sein solltest. Because that is the will of God in Christ Jesus. Denn Danksagung ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott.